Hey, was geht ab, Leute? TBT hier. Ende des Monats, also natürlich wieder heute das Meta-Ranking. Passt ganz perfekt zusammen mit dem Liga-Match. T1 ist heute dran. Schaut da später auf jeden Fall nochmal vorbei. Diesen Monat hat sich eine Menge geändert, obwohl es eigentlich nur zwei Turniere gab, und zwar NA Nationals und EM halt. Natürlich schauen wir mal, wie sich diese zwei Turniere auf das Meta-Game ausgewirkt haben, und dann natürlich ist das neue Set jetzt dann langsam im Anmarsch. Gestern war Sneak. Und jetzt die Woche dann kommt das Release halt. Und mal schauen, ob wir ein Opening dazu machen. Aber ein paar Reviews zu den Themendecks haben wir schon mal gemacht. Schaut nochmal da vorbei, falls ihr die Decks noch nicht so kennt. Da haben wir auf jeden Fall ein paar von denen eine Chance, nächsten Monat ins Meta-Ranking zu kommen. Fangen wir mal an. Da haben wir auf Platz Nummer 10 Murmel. War einmal in den Tops, EM, Top 64. Hat halt Synchro Fusionist ersetzt. Von dem hat man halt überhaupt nichts mehr gehört. Aber soll jetzt in einer neuen Form demnächst bald wiederkommen. Mit dem neuen Blackwing. Mit dem kann man dann echt krasse Kombos raushauen. Wieder 3 Omega, Trishula, all dies, das, sogar noch mehr. Aber schauen wir mal. Dann auf Platz Nummer 9 haben wir Magic Spectre Demise. Letzten Monat der neue Hit. War ein bisschen gehypt. Konnte auf eigentlich nicht so recht überzeugend danach. Der einzige, der es gespielt hat, eigentlich nur Barrage. Und der hat total abgekackt mit dem Deck. Also, das Deck hat echt nur eine kurze Zeit im Meta. Nächsten Monat wahrscheinlich mit den neuen Decks komplett draußen. Dann auf Platz Nummer 7 haben wir Kleedemise. Auf der EM und NA Nationals auch nicht wirklich was davon gesehen. Und ausgehend davon, ob die Banliste demnächst kommt und ob der Mais gehittet wird. Dementsprechend ist das Deck halt spielbar oder nicht. Dann haben wir auf Platz Nummer 7 Fire King Cosmo. War letzten Monat noch vor dem Mais Cosmo, jetzt ist es andersrum. Man sieht nicht mal viel davon, also zu inkonstant meinen viele. Ein paar wenige haben es noch gespielt, relativ erfolgreich, aber der Großteil der Cosmo-Spieler setzt auf dem Mais. Wie gesagt, ausgehend davon, ob dem Mais gehittet wird, beziehungsweise ob es demnächst gehittet wird, kann Cosmo Fire King wieder steigen, wenn alle wieder auf Cosmo Fire King umsteigen. Und natürlich ausgehend davon, ob Cosmo überhaupt gehittet wird. Kann sein, kann nicht sein. Wir werden es sehen. Bin gespannt auf die Banlist. Und auf Platz Nummer 6 finden wir Pendle Magicians. War in Amerika recht viel vertreten, aber bei uns hier in Europa absolut gar nicht. Unterscheidet sich von dem anderen Pendle Deck nicht sehr viel. Nur ein paar andere Engines. Da ist halt die Magician Engine ausgeprägter mit Pendle Call und sowas. Und bei den anderen, da werden die eben gar nicht gespielt oder eben echt nur minimal. Vier Karten. Zum Beispiel halt so wie Joshua Schmidt die gespielt hat auf der EM. Dann haben wir auf Platz Nummer 5 XY7 Monarch. Auch da gab es einen Wechsel von den zwei verschiedenen Deckarten. XY7 Monarch jetzt auf Platz Nummer 5 hinter Domain. Immer noch krasses Deck, aber die anderen Decks haben sich angepasst, die Spieler haben sich angepasst, Side-Decks auch sehr stark dagegen. Dann auf Platz Nummer 4 haben wir Demise Cosmo, Cosmo Demise, wie bereits erwähnt, vor Fire King Cosmo. Nicht unbedingt das beste Deck und auch nicht die idealste Form, Cosmo zu spielen, aber zurzeit geht es halt nicht anders. Wenn man anfängt und viel settet, natürlich krass. Wenn ein Gegner anfängt, hat man Schwierigkeiten, sein Board zu durchbrechen. Jetzt auf Platz Nummer 3. Großer Sprung für Domain Monarch. War auf der NA Nationals sehr stark vertreten, hat sogar gewonnen. Überraschenderweise kam das von hinten, so wie Barge immer sagen würde, von unten nach oben wie ein Uppercut. Wahrscheinlich als Gegenbewegung gegen BA und Pendel, die halt im Steigen waren und die ziemlich stark sind. Dann, wie gerade erwähnt, BA auf dem zweiten Platz. Super stark Stack, super konstant, immer krass. Man kann super schnell dagegen verlieren. Nutzen Turnfisser aus. Eine der krassesten Karten zurzeit im Format. Und Strike auch im Deck. Also, Deck echt richtig krass. Vielleicht sogar auf Platz Nummer 1. Kann man drüber streiten. Also, ich hätte kein Problem damit, BA auch auf Platz 1 zu tun. Dann auf Platz 1 natürlich Pendel. Hat bei uns DM gewonnen. Und jetzt EM. Es gibt viele verrückte Varianten. Es gibt keine einheitliche Liste. Manche spielen mit dieser Engine, manche mit der anderen. Ariadne, Odalis,
Magic Spectre, all dies, das, Draco Engine, ohne Draco Engine. Aber es läuft, es konnte sich durchsetzen. Und wir werden sehen, wann und wie und ob eine Bannliste kommt und die Decks hier alle schwächen wird. Neue Decks stehen bereit, um nächsten Monat möglicherweise in die Top 10 zu gelangen. Wir werden es sehen. Wie immer, hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was eure Top 10 zurzeit ist, welche Decks ihr glaubt, dass von den neuen Meta-Decks werden und welche von den jetzigen Meta-Decks ihr glaubt, dass die von der Bannlist geschwächt werden. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.